Mit einem frischen Konzept hat die Raiffeisenbank Region Amstetten gemeinsam mit ihren Mitgliedern auf das abgelaufene Jahr zurückgeschaut und einen neuen Schritt Richtung Zukunft gewagt. Mich freut es heute ganz besonders, dass wir gerade in der Moosviertlerhalle, wo wir eben im Moosviertel starke Verbindung haben, unsere letzte Mitgliederversammlung im heurigen Jahr abhalten können. Wir machen heuer nur 3 und dadurch erwarten wir heute einen hohen Besuch. Es haben sich über 300 Mitglieder angekündigt und ich bin sehr optimistisch und freue mich richtig schon auf die Veranstaltung. Alle 3 Mitgliederversammlungen standen ganz im Zeichen des Mottos: regional, digital, überall. Willkommen in Ihrer Bank der Zukunft. Hinter diesem Slogan steckt die Digitalisierung. Uns ist es ganz wichtig, dass wir für beide Kundenschichten, die wir vertreten, für jung und alt, was haben. Die Beratung vor Ort ist ganz, ganz wichtig. Das ist für alle Kunden ganz wesentlich, aber auch junge Kunden, die eine moderne Bank haben wollen, über Tablets, über Internet ihre Geschäfte abwickeln wollen. Also wirklich so, wie die Zukunft sein soll. Das ist für uns das Motto auch dieser Mitgliederversammlungen. Insbesondere die Fusion zur regionalen Großbank Raiffeisenbank Region Amstetten hat im letzten Jahr guten Rückenwind für die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung geliefert. Das gesamte Kapitalvermögen beläuft sich auf eine Summe von rund 1,73 Milliarden Euro. Für die Raiffeisenbankregion Amstetten war es ein sehr gutes Jahr. Wir sind sehr zufrieden, aber ganz wichtig ist uns nicht das reine Ergebnis, sondern die Kundenzufriedenheit und natürlich auch die Zufriedenheit unserer Mitglieder mit unserem Service und mit ihren Anteilen. Seit 1934 ist die Raiffeisenbankregion Amstetten eine eigenständige regionale Genossenschaftsbank. Unser Genossenschaftsgebiet geht jetzt von der Enz-Donau-Winkel bis nach Ips an der Donau. Wir sind eigentlich mit 16 Bankstellen im Moosviertel sehr stark verwurzelt. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Stärke. Wir können größere Betriebe dementsprechend auch jetzt betreuen. Sonst liegt unser Fokus schon auf Klein- und Mittelbetriebe und vor allem im Privatkundenbereich. 140 Mitglieder sind täglich im Einsatz, so auch die Bank im Hinblick auf ihr Förderwesen. 141.000 Euro Vereinsförderung kann die Raiffeisenbank Region Amstetten im Jahr 2016 verzeichnen. Auf diese Art und Weise werden die Bereiche Kultur, Sport, Jugend und Bildung erfolgreich unterstützt. Die Bank ist natürlich ein wesentlicher Teil unseres Wirtschaftssystems, wenn sie sich richtig versteht und der Wirtschaftssystem so unterstützt, wie es gehört, dann hilft es mutigen Menschen, Startkapital zu kriegen, um gute Ideen mit ihrer Leistungsfähigkeit umzusetzen. Und das sind so die Dinge, die in einem funktionierenden System eigentlich auch die Rolle der Bank beschreiben. Toni Innauer, Skispringer, Legende, Trainer und Sportdirektor, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Erfolg und Niederlage und ist zu dem Schluss gekommen, Erfolg ist Kopfsache. Naja, ich habe natürlich viele Erfahrungen gemacht als Sportdirektor, als Trainer, aber letztendlich auch in vergangenen Zeiten als Skispringer, selber als Sportler. Und da habe ich schon ganz dramatisch erlebt, was es ausmacht, wenn der Kopf einmal nicht mitspielt bei Olympischen Spielen 1976. Mit einem großen Vorsprung ist irgendwo die Sicherung gesprungen und dann war der zweite Durchgang nicht so wie gewünscht. Und da kann man dann was draus lernen oder eben nicht. Und ich habe mich bemüht, meine Schlüsse daraus zu ziehen, habe vielleicht auch deshalb sogar noch dann vertiefend ein bisschen Psychologie studiert nach meiner Karriere und hat also doch etwas mit dieser Spanne da zwischen den beiden Ohren, mit dem Kopf zu tun. Beständigkeit ist das eine, sich ständig neu erfinden das andere. Am besten ist der Mittelweg.